Na Mahlzeit. Wieder geht's nach Wolfsburg. Gestern war ja ein Gammeltag, da habe ich ja nur Werkstatt gemacht und Dekra. Und weil ja keine Ladung da war, es gab ja nichts von vor aus. Die konnten nicht produzieren, weil da wieder ein Zulieferer nicht zugeliefert hat. Also habe ich hier so Hofdienst gemacht, Auflieger zur Werkstatt geschafft, zur Dekra zur Prüfung und. Ja, jetzt geht's wieder nach Wolfsburg. Dieselbe Tour wie am Montag. Also meine Freunde, freut euch drauf. Es geht los. Die Räder drehen alle. Gleich mal kontrolliert. Und dann geht's jetzt ab die Post. Ab die Post. Nach Wolfsburg, aber erst nach Hermsdorf tanken. Jetzt biegen wir ab, tanken und dann geht's weiter. Ich denke mal, so 700 Liter werden reinfließen. Der ist nämlich jetzt schon tüchtig auf Reserve. Dreht er gleich am Rad hier. Schon passiert. So, ich werde aber vorneweg, bevor ich nach Hermsdorf reinfahre an die Tankstelle, werde ich erstmal an der Aral fahren. Ich muss nämlich Geld wechseln. Der Jens kriegt nämlich von mir noch 6 Euro, beziehungsweise der Ted, für den Schlüssel vom Kaffeeautomat. Da musste nämlich jetzt hier bei dem neuen Kaffeeautomat, haben sie jetzt auch so einen Schlüssel zum Aufladen. Aber da musste 6 Euro Pfand hinterlegen. Die kriegst du, wenn du den Schlüssel abgibst, wieder. So. Und da habe ich dem Ted das Geld noch nicht gegeben. Der hat mir zwar den Schlüssel schon gegeben und ich habe ihn auch schon aufgeladen. Im Vertrauen, dass er von mir die 6 Euro kriegt. Und deswegen werde ich jetzt an der Tankstelle schnell Geld wechseln. Und dann kriegt der Ted von mir die 6 Euro. Wenn er da ist. Wenn er nicht da ist, dann kann ich es ihm nicht geben. Dann gebe ich es dem Jens, wenn er da ist. Wenn er nicht da ist, kann ich es ihm auch nicht geben. Dann muss ich es ihm das nächste Mal geben. Übermorgen, wenn ich übermorgen wieder tanken fahre. Morgen brauche ich ja nicht tanken, denke ich mal. Aber übermorgen. So. So, meine Guten. Sind wir doch schon in Hermsdorf.
dann biegt man jetzt aber erstmal an der Ampel links ab. Wie gesagt, weil ich mal schnell an der Aral will. Geld wechseln. Ich habe nämlich bloß einen 20-Euro-Schein und den konnte er ja das letzte Mal schon nicht wechseln. Aber das ist ja kein Beinbruch. Dann fahren wir gleich unten raus und gleich gerade rüber. Wird's grün? Ampeln wollen gar nicht mehr schalten. Ja, das war klar. Aber jetzt müssten wir grün kriegen. Ja. Rechts herstellen, dann fahren wir gleich unten raus. Hier stellen wir uns her, dann fahren wir nämlich gleich wieder so rum raus. Ne, nur Geld wechseln ist auch gar nicht so einfach hier an so einer Tankstelle. Musste ich noch eine Bockwurst kaufen, dass sie mir Kleingeld gibt. War sehr freundlich, die Dame. Sehr freundlich. So. Ach, hier geht's gar nicht mehr runter. Na schön. Da fahren wir hier rum. Hier ging's früher mal runter. Da stehen jetzt Brücken von GLS und Brückenautos. Ne, schau einer an. Und fahren wir bei der Ampel wieder raus. Ja, die paar Minuten reißen es jetzt auch nicht raus. Hops, 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 hops. Dann fahren wir eben bei der Ampel wieder raus. Wir liegen gut in der Zeit. Da wirst du gezwungen, was zu kaufen, bloß weil du Geld wechseln willst. Ne? Das finde ich schon auch ein bisschen daneben. Der hatte es eilig. Was war denn die da? Stau? Ach, die wollen an den, wollen die an der Shell-Tankstelle oder was? Keine Ahnung, seltsam. Na, hoffentlich geht man zur Tankstelle. Da stand nämlich auch ein Elflein mit dabei. Hoffentlich geht unsere Tankstelle. Nicht, dass ich mich da drüben mit anstellen muss.
Das wäre jetzt blöd. So, mal ganz rechts ran, dass der schön vorbeikommt. Nach der Tankstelle scheint aber zu gehen. Da steht ein langer LKW dran. Dann ist das wahrscheinlich, der Elflein war wahrscheinlich ein Gas-LKW. Die müssen nämlich da drüben tanken, weil die hier noch nicht tanken können. Hier haben wir noch keinen Gastank. Aber ich denke mal, wenn mehr Gas-LKWs hier kommen, wird das auch noch. So, dann fahren wir gleich hier querfeld ein und stellen uns hinten an. So, Schulden bezahlt. Und jetzt geht's wieder weiter. Jetzt fahren wir gleich mal hier bei den Lang-LKWs durch. Liter habe ich getankt. Jetzt kann ich beruhigt wieder weiterfahren. So, keine Meldungen bisher. Alles läuft. Wir sind schon am Schkeuditzer Kreuz. Und mal gucken, wie es dann auf der 14 läuft und auf der 2. Wie gesagt, bis jetzt haben sie noch nichts gemeldet, dass irgendwo was ist. Hier auf dem Tablet ist auch nichts zu sehen. Staumäßig. Verzögerung in 0 Minuten steht hier drauf. Also dann müsste es eigentlich auch laufen. Alter, was war denn das wieder von der Aktion hier vorne? Hat wieder einer das Reinfahren verpasst. Das hätte jetzt böse ins Auge gehen können, mein lieber Mann. Der wäre ja fast gegen die Leitplanke gebrettert hier. War einer mit 2 Metern am Arsch, ne? Dann können wir wieder Gas geben. Kreuz Magdeburg in Sicht. Läuft doch. Also, ich bin zufrieden mit mir.
Jetzt haben wir noch ungefähr 70 Kilometer, also circa eine Stunde. Das heißt, wir kommen mit ungefähr 4:25 in Wolfsburg an, wenn jetzt nichts Großartiges mehr dazwischen kommt. Man weiß ja nie, auf der 2, da kann noch so viel passieren. Aber etwa 4:24, 4:25, also locker mit 4,5 Stunden, selbst wenn wir mit 4:29 ankommen, sind wir immer noch im Rahmen. Dann machen wir 30 Minuten Pause, dann gehen wir uns anmelden. Wir haben ja schon 15 Minuten Pause gemacht in Hermsdorf. Das habe ich euch verschwiegen, ich weiß, dann erzähle ich es euch halt jetzt. In Hermsdorf habe ich 15 Minuten Pause gemacht nach dem Tanken. Und bin aber gleich dort an der Tankstelle stehen geblieben, weil ja keiner hinter mir war. Dann hatte ich es nicht so weit bis zum Kaffeeautomaten und bis zur Toilette. Ja, Scheiben haben wir natürlich nicht geputzt, warum auch? Putze ich jetzt mal eure. Wenigstens eure putzig. Ja, das kann ich dann in Wolfsburg mal machen. Ey. Ich finde aber hier kein Fensterputzmittel. Irgendwie haben die hier gar nichts drin in dem Auto. Keine Ahnung, warum nicht. Ich habe zwar Küchenrolle mit zum Putzen, aber ich finde kein Fensterputzmittel hier. Nicht zu ändern. Tachograf hat auch gerade gemeckert, 4:15. Ja, noch 5 Minuten sind wir mit 4:20 sind wir dort. Ist doch eine gute Fahrzeit. Am Montag waren wir später, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Kurz nach halb sind wir jetzt da. So 16:35. Alles im grünen Bereich. Hier nicht. Geht ja nicht. Hier. Hier müssen wir rein. Ja, das ist auch hier. Sieht aus wie ein Wohngebiet.
Du denkst nämlich nicht, dass du hier richtig bist, ne? Noch einen Kilometer hin, auf der rechten Seite ist die Firma ja schon. Ja, so passiert's, ne? Könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht, dass man irgendwo vorbeibrettert. Jetzt irgendwo. Hier auf der rechten Seite müssen wir aufpassen. Kommt es jetzt irgendwo? Ah, hier vorne ist es doch. Hier ist es doch. So, hier rechts rein. So, Freunde. Dann mal bis später, ne? So, na, heute hat's gedauert, mein lieber Mann. Das war ja. Ich habe ja über 2 Stunden in der Warteschleife gestanden, ne? Dann hat er nochmal abgeladen, dann musste ich nochmal eine halbe Stunde warten, bis der aus der Schleuse raus war, wo ich Leergut lade. Naja, ist halt nicht jeder Tag wie der andere. Ein Tag geht schneller, einen anderen Tag dauert es länger. Das kann man halt nicht beeinflussen. Schon 8:30 durch. 8:30 durch schon, mein lieber Mann. Bin ich erst 2:30 in Elsnitz. Wir nähern uns dem Feierabend. Naja, ich befürchte mal, der Kollege wird schon lauern, der nach Bur muss. Der will ja 2:30 los, das ist jetzt 2:45. Aber dadurch, die uns da oben so lange stehen lassen haben, hat sich das jetzt alles verzögert und dann musste ich jetzt noch eine halbe Stunde Pause machen, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde. Aber ich habe ja unterwegs schon mal eine Viertelstunde gemacht. Deswegen brauchte ich jetzt bloß noch eine halbe machen. Aber naja. Das ist halt nicht ganz einfach gewesen heute. Haben wir sogar unsere 9 Stunden überschritten und sind sogar hart an der 15 Stunden Schichtzeit dran. Ne? 14:30. So, mal sehen, ob der schon da ist. Wenn nicht, ist auch gut. Dann habe ich noch ein bisschen Luft hier, euch noch wegzuräumen. Werden wir sehen.
Ich denke mal, der wird um 2 Uhr kommen, wenn der halb 3 Uhr fährt. Naja, es ist gleich 2 Uhr. So, mal gucken, wo wir uns hinstellen. Da ist alles voll. Die stehen ja blöd da, die Dreier. Meine Fresse. Wisst ihr was? Da stelle ich ihn gleich hier her. Und da kann er rückwärts da reinschieben. Und dann kann er nämlich gleich da wieder um die Kurve fahren. So. Also Leute. Haben wir es gepackt. Feierabend, 9 Stunden 3 Minuten und 14:27. Naja, gut. So Freunde, jetzt mache ich gar nicht erst noch langes Gewäß und Gerede. Jetzt machen wir hier gleich Schluss. Aus die Maus, aus der Traum. Ach, Feierabend, nach Hause, zusammenpacken, heimgehen. Also meine Guten, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen Mittag.